Goblin. Och Gott, kommen die auch von hier? Ich wollte schon sagen, sei doch noch lauter. So, der andere ist weggegangen. Weggegangen, Platz vergangen. So sagt man doch so schön. Die Leiche nehmen wir jetzt natürlich schön mit. Immer noch schleichend. Aber die verstecken wir hinten im Weinkeller. Ach Gott, wir sind aber auch ein böser Mensch. Hinten im Weinkeller versteckt man eine Leiche. Falls eure Großeltern noch einen Weinkeller haben, könnt ihr da ja mal vorbeischauen. Vielleicht findet ihr da ja noch die ein oder andere Leiche eines Russen der Föderation. Obwohl das echt gar nicht mal so witzig wäre, sondern eher ganz schön brutal und krank. Flakwaffe. Schütze dein Reich gegen die Mörder vom Himmel. So, so. Altdeutsche Schrift. Ja, die kann ich auch lesen. Oh. Die ziehen auch von dannen. Und ziehen wir einfach mal mit. Weil ich meine, da oben in das Lager müssen wir eh hinein. Oh, verdammt. Verdammt. Warum sieht der uns nicht? Warum hat er uns nicht gesehen? Haben wir ein Glück, dass der Kerl kurzsichtig war. Also das nenne ich jetzt wirklich einfach mal pures Glück. Panzerwaffe. Die moderne Ritterschaft. Ui. So, also die wollten hier ja gerade eigentlich zu zweit reingehen. Weißt du, für wie? Das sind sie auf jeden Fall noch wer erwartet. Oh Gott, ernsthaft? Wow. Er ist über uns. Ach, verdammt. Aber ich hab gerade auch verdammt viel Glück. Sniper? Ich hab nichts von einem Sniper mitbekommen. Ищите лучше. Я найду тебя, сука. Befinden sich direkt über uns. Das ist, glaube ich. Das ist einfach das, was mir gerade so viel Angst macht. Oh! Och Gott. Ach, das waren nur die zwei. Ja, Wunderbärchen. Da habe ich doch kein Problem mit. Oh Gott, unsere Valrod-Munition geht langsam auch zugrunde. Da müssen wir echt aufpassen. Weil das ist gerade wirklich unsere wichtigste Waffe. Weil die einfach mal nicht so viel Krach macht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja genau, stell dich ans Fenster. Guck das letzte Mal. Die schöne Sonne. Kann ich glatt gar nicht mehr meinen Satz beenden. Da ist nur einer da drin. Oh Gott. Kein Problem. So, wir sollten uns hier jetzt ja eine neue Waffe nehmen, richtig? Richtig. Mosin Nagant 1891-31. Die Russen wissen, wie man ein Scharfschützengewehr herstellt. Das stimmt. Scharfschützen und so um Weiten, sag ich mal, da waren die Russen echt sicher. So, und jetzt müssen wir irgendwie zu den Brückenpfeilern kommen. Wie wir da hinkommen, weiß ich auch noch nicht so ganz. Ach, da unten ist jetzt der freie Weg geworden. Der freie ist Weg geworden. Nun gut. Oh Gott.
1, 2, 3, 4, 5. Hier oben sind ein Scharfschütze. Ich will einfach nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Weil ich am liebsten einfach nur ein Scharfschützengewehr hätte mit einem Silencer. Das ist natürlich leider nicht möglich. Und deswegen machen wir es auf die gute alte Tour. Durch den Kopf. Ja, versteckt euch ruhig alle. Wird euch rein gar nichts nutzen. Och, verdammt. Das wäre ein verdammter Dreifachkill eigentlich gewesen. Wenigstens ein Doppelkill. Oder auch nicht. Naja. Manche halten eben ein wenig mehr aus. Nun gut. Oh, böse durchs Bein. So, one to go, würde ich mal sagen. Den verpasse ich einen schönen Nutshot. Ach, schade, ein bisschen zu tief gezielt. Och nein, das hat gerade nur die zweite Welle geweckt. Oh Gott. Sind aber auch eine Menge. Warum müsst ihr mir eigentlich so nahe kommen? Das gefällt mir ja mal gar nicht, dass ihr mir so nahe kommt. Ja. Das war mir schon klar, dass das irgendwie unser Ende bedeutet, aber im Kampf getötet, ja, das ist ja was Neues. Ach nee, jetzt fangen wir hier wieder an. Ja, aber wie soll ich den da oben denn bitte kriegen, ohne irgendeinen Lärm zu machen? Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen sollte. Echt nicht. Da muss man sich doch einfach hier durchkämpfen. Kann man nicht dauerstealth bleiben. Das geht leider einfach gar nicht. Ach, Sniper? Ehrlich? Erzähl mir mehr. Ihr dürft doch auch gerne wieder ein bisschen bewegen, damit ihr wieder ein bisschen zusammenlauft. Och, verdammt, der war ja mal richtig verballert. So, der Oberbefehlshaber ist auch schon mal als erstes ausgeschaltet. Zack. Oh, der kann seinen rechten Arm aber auch gar nicht mehr benutzen, um irgendwie eine Waffe zu halten. Dieser kurze Moment, wenn man denkt, man könnte drei Leute auf einmal kriegen. Aber das wird dann doch nichts. Das hätten jetzt aber echt zwei sein können. Oh, ganz böse durchs Bein. Die sind auch wieder perfekt aneinander vorbeigelaufen. Och, Manno. Einmal warte ich noch. Ich warte noch einmal, dass sie aneinander vorbeilaufen. Okay. Jetzt ist mir es auch zu blöd. Man kann diesen Leuten nämlich auch echt allen schön durch ihr Gemächt schießen. Und das versuche ich eigentlich die ganze Zeit, aber das kriege ich nicht so wirklich hin. Tschüssken. So, die dürfen jetzt gar nicht erst so weit hier vorne hinkommen. Gleich ausschalten. So, von rechts kam dann noch mal einer, der hier sehr nah an uns rankam.
Ah, verdammt. Ich dachte, ich habe perfekt rübergezogen. Der könnte klappen. Oh. Oh. Der klappt aber auch. So. Wunderbar. Ich könnte schwören, beim letzten Mal war hier noch ein anderer, den wir jetzt nicht hatten, aber ich will hier nicht meckern. So, jetzt brauchen wir ja auch nicht dauerhaft schleichen. Weil wenn wir jetzt hier die ganze Munition einsammeln, da brauchen wir echt dann nicht schleichen. Das dauert dann ja alles hier viel zu lange. So, und jetzt müssen wir irgendwie unten an die Brückenpfeiler kommen. Wie kommen wir da denn am ehesten hin? Über das Haus hier, oder wie sieht das aus? Ja, über das Haus. Irgendwo da hinten haben wir einen Scharfschützen. Da oben. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Den da oben zu treffen, ohne die Lunge zu leeren. Das ist doch unmachbar. Geht doch. Da hat er gerade zur Seite geguckt. Das war jetzt sein Verhängnis. Tja. Man darf halt nicht zur Seite gucken in einem Kriegsspiel. Besonders in einem Kriegsspiel. Wir sind hier. Eigentlich muss man sich das ja vorstellen wie der normale Krieg. So ist das früher abgelaufen. So hinterhältig und hinter. Das andere Wort könnt ihr euch denken, aber das will ich jetzt nicht unbedingt in den Mund nehmen. Mund nehmen. Das ist ja auch nochmal ein witziger Zusammenschluss dafür. So. Wir müssen uns jetzt gleich erstmal wieder verziehen. Das ist ja sowieso klar. Ich erreiche den Aussichtspunkt. Ja, erstmal muss ich hier nochmal Sprengstoff anlegen. Ganz ruhig. Da durch und dann da hoch zum Aussichtspunkt. Dann warten wir, bis der Typ vorbeikommt. Und dann können wir das schön hochjagen. Die Wehrmacht. Beschütze dein Vaterland. Ach, Beschützer der des Vaterlands. Beschützer der Vaterlands. Naja, na gut. Die Deutsche. Oh Gott. Geh doch wieder runter. Och, geh doch. Wieder runter. War das blöd. Ich werfe jetzt einen Stein am Kopf. Ihr denkt also wirklich, ich bin hier irgendwo? Also ich glaube das ja gar nicht mal. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Granate und pfeffern die richtig schön da oben rein. Die haben wir ja mal richtig verkackt. Och, die auch. Haben wir denn irgendwas, was ich irgendwie mal gut werfen kann? Ne, das haben wir leider nicht. Kommt ruhig ein bisschen weiter vor, dann kann ich euch auch treffen. So. Haltet die Augen auf. Oh Gott. Ich bin aber gerade auch echt ganz schön fies, wie ich hier rumlaufe. Das muss ich ja schon sagen. Ich bin ja so ein richtiges kleines Arschloch gerade. Das war eine tödliche Wunde. Halleluja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte da doch perfekt durchschießen können. Aber ich musste natürlich nachladen. Nun gut, jetzt starten wir am Kontrollpunkt neu und können es jetzt vielleicht ein bisschen besser machen. Nur wie man das hier gut hinbekommen will, ist die andere Frage. Was war das? Erstmal Steinchen werfen. Dann erstmal nach unten verzischen. Gucken, was sie da oben dann so machen, wenn sie da ein Steinchen haben. Wer ist da? Bin hier, ne?
Also ich war das nicht, das weiß ich. Ja, ein Mann ist gefallen, das stimmt. Ach, diabolisches Lachen. Was war das? Also, ich war das nicht. Ich hätte das vielleicht machen können, wenn ich schon unten gewesen wäre. Vielleicht unsere Zeit nach unten zu gehen. Ich weiß, dass du da bist. Wer ist da? Ist da jemand? Ja, genau, geh da wieder hin, an die Stelle. Da habe ich dich wunderbar im Blick und kann dir einen schönen, tödlichen, ruhigen Treffer ver... Such weiter! Hallo. Identifiziere dich. Ist das das Codewort bei euch, dass man da ein Steinchen werfen muss? Sag mal, wo ist der gerade eigentlich ganz genau? Halte die Augen auf. Ich will mich doch nicht hinlegen. Schaut euch um. Er ist hier irgendwo. Da müssen wir eigentlich so perfekt reinwerfen, das wäre sehr schön. Schaut euch um. Okay, ich sehe schon, so wird das nix. Müssen uns ja anscheinend schon keine Gefahr. Doch, schnell wieder direkt weg. Ja. Machen wir gerade aber auch heikle Aktionen. Ein gezielter Kopfschuss. So. Wo befinden sich jetzt noch Gegner? Da hinten sehe ich schon einen Glücklichen, der gleich eine Leiche entdecken wird. Oh, da hinten war auch noch einer. Okay. Ich glaube, ich habe was gehört. Das wäre wunderbar. Mann am Boden! Dreh dich bitte um. Dreh dich einfach um. Musst du nicht gleich so einen waghalsig lauten Ausstoß machen, dass du keine Luft mehr bekommst. Die brauchst du da nicht mehr, wenn du im Himmel bist. Da atme, da spuckst du nämlich Regenbögen und pups Einhörner. Auf die